Ich rate jetzt insgesamt zu großer Besonnenheit und zu Maß halten. Deutschland braucht eine stabile Regierung und keine Regierung, in der sich jeder nur mit seinen innerparteilichen Fragen beschäftigt. Es ist zulässig, solche Dinge zu diskutieren, aber es ist wichtig, dass alle Volksparteien zeigen, dass sie handlungsfähig sind, Geduld besitzen und an der Sache diskutieren. Die Arbeitsgruppe bei der Grundrente hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet. Und da wäre zum Beispiel die Frage der Bedürftigkeitsprüfung eindeutig geklärt. Auch die Summen, um die es geht, die im Raum stehen, sind aus meiner Sicht, kann man da zur Entscheidung kommen. Ich habe jetzt kein Problem, dass wir noch mal eine Woche nachdenken, dass es noch einzelne Fragen gibt, die besprochen werden. Ich rate aber noch mal dazu, am Ende das an der Sache zu diskutieren. Wir sind sehr dafür, dass wir auch was tun für die Konjunktur, um die Konjunktur zu stärken. Wir spüren da auch Veränderungen. Aber klar ist auch, wir müssen jetzt ein Problem lösen und dann das nächste. Ich halte weder was von großen Ultimaten noch von Jungteams. Man muss Dinge miteinander vernünftig diskutieren und nicht nur aus der jeweiligen innerparteilichen Sicht heraus sehen. Wir als CSU jedenfalls sind an konstruktiven Miteinander interessiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese große Koalition, die jetzt gerade mal zur Halbzeit ansteht, eigentlich die Kraft haben muss, ihren Auftrag, den sie von den Wählern und Wählern bekommen hat, auch zu erfüllen.